Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. In der letzten Folge haben wir den D-Day bekommen. Ich meine, die Operation an der Mulberry Shore. Wir sind hier stationiert. Wir haben es locker an den Geschützen vorbeigeschafft und jetzt machen uns die Bunker hier zu schaffen. Also, ich habe mir mal Folgendes überlegt seit den letzten 2 Minuten. Wir gehen hier entlang, weil es sieht so aus, als wäre das Ding irgendwie so hingedreht. Das heißt, von hier aus können wir das Ding kaputt machen. Und dann müssten wir eigentlich gut dabei sein. Na Kevin, geh mal vor. Wer ist denn da nach unten? Keine Ahnung. Wavy, glaube ich. So. Schon wieder aufs Killen. Na toll, jetzt wurde der Angriff gesenkt. Killen! Wow. Kannst du nicht in die Mine fallen oder irgendwie sowas? So. Nein, ist aber noch ein Panzer. Na, Rosie, du bist, glaube ich, im Kreuzfeuer von dem Ding, ne? Nö. Ja, das Ding ist so umgedreht. Okay, perfekt. Das heißt, wir gehen jetzt mit Rosie, machen den Typen kalt. Mal Attack Down. Das heißt, wir ziehen jetzt, glaube ich, 0 ab, ne? Oder 1. So, Kevin, ich brauche deine Unterstützung. Gut. So. Kommen wir da durch? Nein. Das ist noch ein Scout, den müssen wir noch aus dem Weg räumen, damit wir locker durchkommen. Der ist jetzt da umgedreht, perfekt. Wavy. Ich hoffe, das Geschütz trifft dich nicht. Ich habe aber nicht vergessen, wir haben ja noch die Edelweiß und die Shamrock. So, geh mal da durch. Jetzt muss ich jetzt irgendwie schaffen, da. Ah, da ist er doch. Okay. So, den kriege ich von hier aus nicht. Ah, oh Gott. Oh mein Gott, hat er viel abgezogen. Nein, 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 nein. Ja, ob ich dann überlebe? What the fuck? Wie weit ist denn der geflogen? Okay, wir haben ein kleines Problem. Ich habe eine Lösung dafür. Nehmen wir Lisha und stürmen einfach dadurch. Also wie es aussieht, kommen wir nicht so an den Typen ran. Der ist jetzt da wieder umgedreht. Vielleicht können wir uns an ihm vorbeischleichen, ohne dass er es merkt. Der ist jetzt nach links gedreht, ne? Nein, er kann uns direkt sehen. Okay. Ist meine Leiche hier konfisziert. So. Für Schüsse brauchen wir. Wirklich, wir können das Ding auch so erledigen. Na? Jawohl! Mhm. Wow! Wir gehen wieder zurück. Na? Perfekt. So! So, und dann würde ich mal sagen, wir gehen mit der Edelweiß weiter. Und gucken wir mal, ob wir da unten mal töten können. Ja, vielleicht gehen wir den Bunker schon kaputt, ich weiß es nicht. Wow. So, komm mal. Ich komme ja gar nicht vorbei. Was? Aber jetzt den Bunker abzufallen, war auch ein bisschen blöd, finde ich. Also was hier? Niam. Autsch. Soll mal auf die Karte gucken. Ich glaube, da komme ich auch irgendwie nicht durch, ne? Weil ich glaube, ich bin irgendwie nie ja, so da durchgegangen mit den. Ja, ich glaube, ich lasse die Edelweiß hier oben. Ja, stimmt, hier kommst du gar nicht mit der Edelweiß weiter. Jetzt kann Dallas genau wiederbeleben. Gut. Und da kommt die Shamrock da vorbei. Ich weiß es nicht. Ich guck mal, ob ich rechts vorbeikomme. Müsste eigentlich da durchpassen, ne? Ja, die passt hier durch. Ne. Ne. Warum nicht? Kann ich gar nichts mit der machen. Nee. Okay, dann muss ich versuchen, die Bunker da abzuschießen. Oder da unten die Leute. Okay.
War schon mal nix. Ich glaube, da unten war da irgendwo einer, ne? Irgendwann wird das schon treffen. Jawohl. Da denke ich nur, was war das? Okay, die Panzer sind nutzlos in diesem Level. Lago, ich möchte dich mal ein bisschen nach vorne haben. Ach, ich sehe auch schon, wofür wir die gebrauchen könnten. So, Lago, geh mal dahin. So ein großer Panzer. Schon mal richtig blöd. Ja, habe ich mir schon gedacht. So, dann müssen wir uns dem Panzer vorknüpfen. Wollte uns Schwierigkeiten bringen. Aber erstmal holen wir uns wieder unsere Leichen hier. Boah, dass unsere Panzer so nutzlos sind, ne? In diesem Level. Ja, und sie marschiert natürlich durch die Geschütze hier durch. Sie läuft da einfach so am Strand vorbei. Ich fasse einfach nicht. So. So. Ich hab dich nicht vergessen. Verdammt. Also nee. So, wenn du jetzt zweimal triffst. Was soll hat? Wow. Jetzt sind wir gerade ehrlich getroffen. Na. Na. Mach. So. Auch noch und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich mit der machen soll jetzt. Ich könnte zu Lago gehen und ihm Munition geben, damit er weiter feuern könnte. Ich könnte ihm die Dinge ja entfernen, damit ich nicht irgendwann trottelig da durchlaufe. So, gern geschehen. So, dann machen wir, glaube ich, den Panzer fertig mit Lago. Weil sonst kommen wir dann ein bisschen schlecht durch. Hier. Und dazu gehen wir mit ihnen da oben hin. Oder vielleicht näher dran, ich weiß nicht. Ja, das kann ich das Ding nicht, ne? Los, komm. Oh, der Radiator, super. Ich glaube, wir gehen mal ein bisschen näher ran. Oder auch nicht. Hier was mal hier hinter. Ich frage mich auch, was der Gegner als nächstes macht. Hm. Also hier kommen. Ist der einzige, der jetzt was Produktives machen kann. Ich gehe da bestimmt nicht näher ran, während da der Panzer noch rumläuft. Warum triffst du jetzt nicht? Was soll der Scheiß? Ich könnte da vorne die Dinger hier wieder reparieren. Aber dann ballert mich der Panzer ab. So. Oh nee. Oh. Komm schon, Edelweiß. Verdammt, was machst du da? Schieß ihn ab. Irgendjemand bitte schon abschießen, oder? Alicia, glaube ich. Jawohl. Wer war das? Ich glaube, Alka oder Dallas. Hast du gerade nur einen Punkt verbraucht? Habe ich das gerade richtig gesehen? So. So wie es aussieht, werde ich mich mit dem Panzer hier ein bisschen vergnügen, bevor ich was machen kann. Hm. Ich konnte mal versuchen, von hinten den Typen abzuschießen. Vielleicht sehe ich ihn ja ein bisschen von hinten. Hier scheint mir noch nicht zu sehen. Bei zwei. Ach ja, stimmt. Die haben, glaube ich, alle Dingens. Eine eigene HP. Was zum? Eine eigene HP-Leiste. Oder? Ich weiß das jetzt nicht.
bin auch blöd, ich entferne ihn irgendwie von meinem Ingenieur für Munition. Damit etwas Glück könnte ich das Ding da treffen. Oder auch nicht. Ich kann das ganze Ding nicht treffen, was soll das? Was willst du denn? Hallo? Na. Oh, jetzt besser wieder zurück. Ist die Muni ausgegangen, was soll das? Wie konnte das passieren? Ich frag mich. Warte mal, ich sollte mal vielleicht jemanden holen. Ja, Marina. Jemanden, den ich auf dem Turm platzieren kann. Und Dallas, versuch irgendwie da Munition an Lago zu bringen. Oder schaffst du es, die Dinger da zu reparieren? Dann könnte ich vielleicht besser schießen. Ihr werdet mich doch nicht von hier aus schon abschießen, oder? Aber das ist nicht schlimm. Das Ding dreht sich noch nicht, das ist gut. Warte mal, sind die Typen da? Ich komme nicht an hier vorbei. Ne, ich glaube nicht, dass wir die erreichen. Okay, Lago, dann mach mal weiter mit dem, was du vorher gemacht hast. So, wir müssen jetzt einfach nur auf das Ding hier schießen. Die Wand ist mir ein bisschen zu nah. Nein, danke. Ich hatte das Ding aber schnell. So, wenn du jetzt dreimal triffst, dann ist alles okay. Gab es nicht auch welche, die doppelt schießen konnten? Wenn ich mich nicht irre. So, noch einmal. Meinen jeder, irgendjemand konnte doppelt schießen, John, oder? Wir können zweimal auf einmal schießen. Zweimal auf einmal, ja, das gibt's. Und zack, jawohl. Was kein Kommandopunkt Abzug, was soll das? So. Ich weiß auch nicht, warum ich dich jetzt so in der Mitte platziert hat, aber egal. Ich glaube, mich hat man mit Welkin schaffen, die abzuschießen. Also Rosie. Los geht's. Große Schwester, was macht das überhaupt? Ja. Jetzt keine Bahn mehr von Schocktrupp. Any are nearby, ja, Billy's Chains. Okay. Wenn Schocktrupper in der Nähe sind, dann wird sie stärker. Macht Sinn. Hi. Na? Ich hab's auch Ding ist weg, ne? Oh, ich habe ihn sogar getroffen. Geil. Okay, dann nun mal noch ein paar Shock Troopers, glaube ich. Kevin, was ich darf töten? Okay, geil. Na los. Oh Gott. Nein, nicht Verteidigung runter, das ist scheiße. Oh Gott. 20 Schüsse, kein Ding. Boah, ich wollte schon sagen. Was ist mit dem los? So, jetzt nur noch der da. Der geht mir jetzt schon auf die Nerven. Alicia. Kann ich von rechts aus, von hier eine Granate werfen, um die Dinger kaputt zu machen? Ne. Oder? Ne. Scheiße, solange das Ding da ist, kriege ich den nicht. Ne. Ich muss wieder auf Kamikaze mit Alicia machen. Was willst du denn? Was soll das? Warum zieht er so wenig ab? Boah. So, jetzt Rosie oder Kevin. Einer von euch macht den platt. Was mache ich da? Hi. Na?
Undodgeable Shot. Woll. Läuft irgendwie. So hieß doch irgendwie einer meiner letzten Parts, oder? So. Jetzt einnehmen. Und einnehmen. Okay, jetzt sind wir schon mal sicher. Alles klärchen. Warum er auf einmal im Dingens ist, weiß ich auch nicht, aber egal. Komm schon, ich will dich steuern. So, dann weiß ich jetzt nicht, was ich als nächstes machen sollte. Nancy, beweg dich mal in Reichweite von irgendwas. Oder heil irgendjemanden vielleicht. Oh, das ist keine Munition. So, hi mal, Alicia. Zack. Ich glaube, dann kann ich den Part nach der nächsten Runde beenden. Und dann ist jemand. Egal. Dann wieder ein kurzer Part, ne? Und jetzt holen die ganze Verstärkung. Ich halte es nicht aus. Die haben nur 7 Punkte und die machen, ich wollte schon sagen, die machen gar nichts. Viele Leute sind da eigentlich nicht, ne? Wir müssen nur hier mal schaffen, vorbeizukommen an Bunker oder Geschützen und so. Da waren übrigens noch mal 2. Oh ne. Was du denn? Konter, verdammt. Hey, ich habe eine Idee. Wir tun da mal eine Rauchgranate reinwerfen. Klingt das nach einem Plan? Finde ich auch. So, dann würde ich sagen, wir beenden hier den Part. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge von Let's Play Valkyria Chronicles. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss.